Mädels, was geht ab hier? Freunde in der Nacht. Stefan Lammel ist wieder hier mit einem neuen Erklärvideo. In dem Fall hier Musikunterricht für die 4. bis 10. Klassen. Es geht hier um das zurzeit gefragte Lied von Ludwig van Beethoven, Ode an die Freude, beziehungsweise auch Freude schöner Götterfunken. Ist zurzeit in aller Munde wegen der Corona-Krise, dass wir das alles zusammen spielen, ja, auf unseren Balkonen, im Garten etc. Ihr könnt alle mitmachen, ja, nicht nur die Saxophonisten, ja, auch Klarinettenspieler, ja, können mitmachen. Ja, und so weiter. Also auch die Altsaxophone, die Alt-S-Saxophone. Also, auch die Schlagzeuger können mitmachen, ja, die können Schlagzeug spielen und dazu den Text singen. Freude schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium. Den Text kennt ihr ja alle, auch die Querflötenspieler, auch die Keyboarder. Und jetzt kommt nämlich die Aufgabe an euch. Es findet ja momentan kein Musikunterricht statt. Ihr könnt und ihr sollt jetzt hergehen und die Melodie aufschreiben, die ich euch jetzt erkläre. Und jetzt kommt hier rein, nämlich hier meine E-Mail-Adresse, hier ist lammel@web.de. Da solltet ihr eure Noten hinschreiben und ich korrigiere das. Gebe auch Noten drauf, ja, von 0 bis 2 Fehler eine 1, 3 bis 4 Fehler eine 2, 5 bis 6 Fehler eine 3. Schlechter seid ihr ja bestimmt nicht, ihr seid ja alle wunderbar. So, das heißt, Notenmaterial herrichten, Notenstift, Radiergummi, Bleistift und aufschreiben, Violinschlüssel, 4/4-Takt, versuchen auch in Noten einzuteilen, bitte nichts gedrucktes mir schicken, das was ihr jetzt dann geschrieben habt, einscannen und per PDF an meine E-Mail-Adresse senden, ich korrigiere das und gebe auch dann die Noten drauf, damit ihr seht, ihr seid nicht allein, ich bin auch hier zu Hause Corona geschädigt, mir fehlt zwar nichts, aber natürlich muss ich aufpassen, dass ich andere nicht anstecke und das solltet ihr auch tun. Bleibt zu Hause, spielt Musik, macht's mit und natürlich bleibt gesund, ist ganz klar. Es geht los, hier das Notenmaterial, das ist die C-Dur-Tonleiter. C, D, E, F, G, A, H, C. Und runter. C, H, A, G, F, I, D, C. Aus diesem Notenmaterial besteht dieses Lied, Ode an die Freude. Übrigens von Friedrich Schiller ist der Text. Ja, der hat zeitgleich mit Beethoven gelebt. Und Beethoven hat über diesen Text die Melodie dann komponiert. In seiner 9. Sinfonie, die er in völliger Taubheit komponiert hat. Und da das er schon nicht mehr hören konnte bei der Aufführung, er konnte die Aufführung schon nicht mehr mitverfolgen, weil er schon völlig taub war. Und er ist eine kurze Zeit darauf, 1827, dann auch gestorben. Also, hier dieses Stück, es geht los, und zwar mit dem Ton E. Der Ton E ist der erste Ton. E, I, F, G, G, F, E, D. C, C, D, E, E, D, D, E, E, F, G, G, F, E, D, C, C, D, E, D, C, C. Das ist der erste Teil. So mitsingen, die Noten mitsingen, dann könnt ihr sie schön aufschreiben. So, der zweite Teil, da kommen auch Achteln vor. D, D, E, C, D, E, F, E, C, D, E, F, E, D, C, D, G. Das ist das tiefe G oder fachlich das kleine G, das gebe ich euch auch vor, gebe ich auch an. Dann geht's weiter. E, E, F, G, G, F, E, D, C, C, D, E, D, C, C. Ja, also das wäre diese Melodie. Einfach aufzuschreiben, Notenblatt hernehmen, einscannen, mit Bleistift schreiben, wenn sie euch was geschrieben hat, Radiergummi, nochmal mit Bleistift einscannen, mir schicken, ihr bekommt es korrigiert von mir wieder zurück auf eure E-Mail-Adresse, mitspielen, an die Instrumente gehen, jeder kann das, jeder hat vielleicht irgendwo ein Keyboard zu Hause, kann diese Melodie spielen, ich habe euch das jetzt gezeigt, nehmt es euch auf, schickt es mir, einfach Handy hinstellen, spielen und mir zuschicken und ich schaue mir das an und wenn ihr einverstanden seid, kommen alle diese Videos in meinem nächsten Video auf YouTube, werde ich das dann auch reinstellen, aber nur mit eurer Genehmigung, also ich brauche dann noch eure Genehmigung, dass ich das reinstellen darf in meinem YouTube-Kanal. Ja. Es sollte lustig sein, also es muss nicht zu Bier eins sein, ihr könnt es irgendwie auch verjazzen, irgendwie auch ein bisschen was draus machen, lasst euch was einfallen und schickt mir das, ja, und ich schaue mir das an und ihr bekommt auch einen Kommentar von mir natürlich zurück und ich hoffe, es beteiligen viele sich daran. Ja, und dann habe ich noch einen Backing-Track erstellt, das heißt eine Hintergrundmusik, da könnt ihr dann dazu spielen. Ich habe auch die Noten, wenn ihr unbedingt die Noten haben wollt, trotzdem habe ich für jede Instrumente die Noten geschrieben, also auch für B-Instrumente, also für Tenorsax oder Trompete oder für eine Klarinette, dann auch eine C-Instrumente für die Keyboarder, für die Klavierspieler und natürlich auch für alle Flötenspieler. Die Gitarristen können auch mitmachen, die können zupfen, Schlagzeuger habe ich erklärt, also es können alles. Ihr könnt alles da mitmachen, das Lied ist nicht schwer, geht gleich ins Ohr, singen, ein bisschen die Notennamen singen, das ist wichtig. Und dann könnt ihr es hier schön auch auswendig spielen. So, und jetzt kommt der Backing-Track. Und so weiter hier, den Backing-Track in verschiedenen Tonarten könnt ihr gerne haben. Also ran an die Sachen, an die Instrumente, schickt es mir, Handy raus, Videos senden und dann kommt es vielleicht in einer Woche, schicke ich dann das neue YouTube-Video mit euren Einverständnis, wenn ihr das haben wollt, schicke ich das raus. Es sollte lustig sein, also ein bisschen ran an die Sachen. Ihr könnt es auch mit euren Geschwistern zusammen es machen oder mit euren Eltern. Lasst euch was einfahren. Wenn ihr die Sachen haben wollt, schickt mir eine E-Mail, lammel@web.de und wie gesagt, bis bald, bleibt gesund, bleibt zu Hause. Ciao!